Die vierte Folge ist das schon? Jawohl. Oh, meine Stimme. Was war das für ein Voice-Crack? Das war ja ein größerer Voice-Crack, als den ich jemals in meiner Stimmbruchphase hatte. Ja, das wird heute noch ein bisschen öfters passieren, weil ich bin ein bisschen angeschlagen. Okay, und damit kommen wir zum Intro. Zum angeschlagenen Intro. Wir sind Mutter und Sohn. Man kennt uns schon. Ich bin Noel und ich bin so schnell. Und ich bin Katja und hab 8 Kinder. Muttersöhnchen Podcast. Das ist die 4. Folge. Ich bin gespannt. Wiederholst dich. Ja, ich wiederhole mich. Sorry, tut mir leid. Ja. Wir sitzen heute drin, nicht im Bauwagen, denn es ist so kalt. Es ist arschkalt und wir haben ein bisschen Angst um die Technik gehabt auch, ne? Ja, ich habe vor ein paar Tagen die Mikrofone und so aus dem Bauwagen geholt und das war schon sehr kalt. Also nicht nur die Mikrofone, sondern es war draußen sehr kalt. Und das hat auch bestimmt 20 Minuten gebraucht, bis meine Füße wieder aufgetaut waren, obwohl ich nur 5 Minuten draußen war. Also das ist wirklich so. Das ist mal so kurz so ein Ding, so. Sobald meine Füße einmal kalt sind, dann dauert das bestimmt eine Stunde, bis sie wirklich wieder aufgetaut sind und nicht mehr eingefroren. Ist wie das bei dir? Mit dicken Socken? Das sind dicke Socken. Ja, aber wenn die so richtig kalt sind, dann oder dann nochmal kalt ablaufen lassen. Nee, bei mir geht's, aber ich trage aber auch drin Turnschuhe, wie du weißt, oftmals. Und dann wird's richtig warm. Ja, ich meine aber auch so draußen. Also ich war letzte Woche Samstag, war ich ja viel drehen draußen. Mhm. In der Innenstadt und meine Zehen waren wirklich taub. Du hast ein Fußproblem, eindeutig. Aber dabei habe ich die Fußprobleme. Dabei hast du die Fußprobleme. Du hast die Kälteprobleme. Okay, wie wollten wir das jetzt machen? Du wolltest immer so ein Highlight der Woche erstmal zum Anfang machen. Ich bin für ein Highlight der Woche. Hast du eins? Ich muss nachdenken. Ja, habe ich. Okay, hau raus. Und zwar habe ich ja... Ja, doch, okay. Und zwar laufen die TikToks in letzter Zeit ziemlich gut. So doof. Und zwar laufen die TikToks in letzter Zeit ja ziemlich gut. Ja, bei dir. Und bei mir nicht. Ich bin vor ein paar Tagen aufgewacht. Ich glaube, Montag war. Wir haben schon. Du wachst jeden Tag auf. Einerseits denke ich mir heute, wir haben schon Mittwoch. Andererseits denke ich mir, wir haben erst Mittwoch. Das ist ganz komisch. Vorhin gerade dachte ich, wir haben Donnerstag, ja. Die Verwirrung denke ich auch pur. Die ganze Zeit, wir haben Freitag. Ja, aber wir haben Mittwoch. Kennt ihr solche Tage? Solche Tage gibt es einfach. Ich frage mich, also wir haben gerade beide das gleiche Gefühl, aber ich frage mich, ob andere Leute auch das Gefühl noch haben. Bestimmt. Und wie kommt das aber eigentlich? Aber manche haben vielleicht genau das andere Gefühl, weißt du, dass die schon 2 Tage voraus sind und schon fast am Wochenende sind oder so. Naja, wie dem auch sei. Ja, genau. Ich bin am Montag aufgewacht und dann stand da plus 15.000 Follower. Also ich glaube, das Krasseste, was ich jemals hatte, war 5.000 irgendwas. Hör mal davon abgesehen, wo sehe ich das eigentlich, wie viel plus Follower ich mache? Das steht da. Also wenn du, hast du doch diese rote Balken. Ja. Aha. Aber da sehe ich immer nur, wie viele Follower, also plus 99 sehe ich und ich sehe, wie da viele Kommentare. Da steht ganz kurz, steht das doch. Aber nur ganz kurz, dann habe ich wahrscheinlich schon geblinzelt und dann war es weg oder so, ne? Ja, das kann sein. Boah, ich muss mich irgendwie anders... Blinzelst du aber ziemlich lange. Ja, ja nu. Ja, gut, auf jeden Fall 15.000 Follower über einer Nacht, das ist richtig krass. Also das war schon so, boah. Ja, das habe ich, glaube ich, nur geschafft, wo ich dieses eine TikTok hatte, was so viral gegangen ist mit 7, wobei ich glaube, auch da hattest du nicht über die Nacht die 15.000 Follower, oder? Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Aber ist egal, ich kann es nicht belegen. Ist ja auch Schnuppe. Also das war dein Highlight der Woche. Ja. Okay. Und noch eine Sache. Oh. Darf ich noch eine Sache sagen? Ich habe ja dieses Startmikrofon und dafür habe ich mir extra so ein Pop-Filter. Das war ja richtig blöd. Das sieht man jetzt auch. Das war jetzt richtig übersteuert. Also es gibt ja diesen Pop-Filter. Dieses hier, dieser Mantel quasi dafür. Und ne? Da habe ich mir extra einen anfertigen lassen mit meinem Namen drauf. Blauer. Es wird cool. Ja. Bin gespannt, wenn der ankommt. Verrat mir die Farbe. Pink. Pink. Steht nur Alter da drauf. Lila und Pink, ich mag schön, das. Ja. Schön, schön. Guck mal, du hast wir haben den gleichen Ton fast. Ja, das ist, aber ich habe so dieses Bläuliche und du das Lila. Ja. Aber fühlt sich auch irgendwie ähnlich an, das stimmt. Was war dein Highlight? Mein Highlight. Mein Highlight der Woche kann ich zeigen. Oh Gott, stimmt. Ich weiß nicht, ich muss jetzt mal ganz nah dran gehen.
Sieht man das? Sieht man das? Ja, und zwar, das wird man auch in einem TikTok sehen, ich habe mich getraut. Was heißt getraut? Also eigentlich kann ich jetzt nicht sagen, es war jetzt kein Traum für immer, aber immer mal wieder gedacht. Ja, voll dumm eigentlich. Was? Du findest das schön, hast du schön, gesagt. Ja, finde ich ja auch schön. Das hat mit dumm doch nichts hast zu tun. Hast du eigentlich gesagt, was es ist? Nee, aber das hat man doch gesehen, dass das ein Tattoo ist, oder? Also weiß kein, kein Klebetattoo. Das ist jetzt nicht aus dem Kaugummi-Automaten. Es gibt ja Leute, die es hören. Ach so, ja. Ich habe mir ein Herz tätowieren lassen. Und zwar wirklich spontan, mega spontan. Meine Family wusste es nicht. Und da haben wir auch einen TikTok zugedreht. Das kommt noch, oder ist schon? Ja, ich war da abends, Mama meinte, ja, kannst du noch was filmen? Ich so, ja, filme, Tattoo. Hä? Was? Hä? Was ist alles gut? Warum guckst du gerade so komisch vor mir? Nein, ich habe das gerade nachgespielt, also, wie ich geguckt habe. Ja, das war einfach total cool. Ich hab nur Feline eingeweiht, dass ich mit dem Gedanken spiele, das. Weil, das hat ja eine Bedeutung für mich, dass ich einfach mal sage, ich mach mal was, ohne schwer über die Konsequenzen nachzudenken, weil ich das schon so lange im Kopf habe und ich werde nie zum endgültigen Ergebnis kommen. Also muss ich wissen, wie es sich anfühlt, ob ich es hinterher doof finde oder nicht. Ja. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich es total doof finde und irgendwann wegmachen lasse. Oh. Aber was ich total verwirrend fand, der sagte zu mir, ich soll das Herz andersrum machen. So, dass wenn ich den Arm so rumschlacke, ne, weil jeder würde dann sehen, nee, das Herz ist auf dem Kopf. Aber ich gucke mir das Herz doch jeden Tag an. Ich will doch von oben sehen, dass es ein Herz ist. Schau mal. Ja? Ist gar nicht verbunden, ne? Es sind einfach zwei Cs. Nein, das ist ein Herz. Nein. Hat er verkackt. Guck mal, ich kann mich immer selbst umarmen. Herz auf Herz. Guck mal, schön. Ne? Ist die Bedeutung nicht schön? Nein, ja, der hat so nichts verkackt. Nein, aber jetzt mal wirklich. Ich meine, was ist denn wichtiger, dass die Leute sehen, boah, cool, die hat ein Herz? Oder dass ich jeden Tag sehe, boah, ich habe ein Herz? Beziehungsweise mich drüber aufrege, dass es falsch rum ist. Das fände ich viel schlimmer. Wie dem auch sei. Ja, ja, okay, ich wollte es jetzt gar nicht so intensivieren. Aber das war mein Highlight der Woche, ja. Ja. Du guckst nach den Ausschlägen. Ja. Ob das Ganze erkältungstechnisch eingestellt ist oder was? Natürlich. Okay. Ja, aber ich glaube, man erkennt meine Stimme trotzdem, oder? Ja. Okay. Wir wollten drei Leute grüßen und zwar haben ganz viele von euch diesen Podcast mit 5 Sternen bewertet, nachdem wir das letzte Mal dazu aufgerufen haben. Und trotzdem haben wir noch im Moment 4,7. Wir haben 4,7 Sterne. Trotzdem danke für euren ganzen Support. Es sind über 3000 Leute, die den Podcast bewertet haben. Das finde ich extrem viel, muss ich sagen, so gefühlsmäßig. Aber es haben ganz viele extra schlecht bewertet, das finde ich viel frecher. Ja. Die Frage ist, finden sie es wirklich schlecht oder wollen sie uns nur ärgern? Nein, es gibt ganz viele Leute, die uns ärgern wollen. Oh. Naja. Aber grüßen wir erstmal Marleen. Danke, dass du uns mit 5 Sternen bewertet hast auf Spotify. Hallo, liebe Grüße. Wir machen das Ganze, machen wir das jetzt nochmal? So machen wir das einfach durchgehend. Also schickt uns einen Screenshot auf der Instagram-Seite von uns. Oder auf unsere einzelnen, genau. Genau, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet habt. Und dann grüßen wir euch. Weitere Grüße gehen raus an Emily. Ne? Hallo Emily. YLime2008 heißt sie auf Instagram. Okay. Und viele Grüße zu Vice Generator, weil es haben ganz viele geschickt. Ganz, ganz viele. Brrr. An Stopp. Lena. Auf Instagram heißt sie Lena Lauer Stellung. Dankeschön. Lauer Stellung? Lena Lauer Stellung. Okay. Ja, liebe Grüße auch an dich. Liebe Grüße, dankeschön. Und teilt gerne fleißig, bewertet gerne fleißig weiter. Es freut uns. Also wirklich, der Podcast kommt ja nur gut an. Ich habe noch nie irgendwie Schlechtes dazu gehört. Finde ich mega cool, aber auch gerne konstruktive Kritik immer an uns. Mega cool. Ja. Auch generell dieses Feedback ist cool, wenn ihr uns das einfach schickt. Ja, ich freue mich auch immer sehr darüber. Da kommen wir auch schon zu den ersten Kommentaren und auch Fragen von euch. Und zwar, was immer mal wieder aufgeploppt ist, war, ob wir nicht einfach quasi mal Gäste da haben, beziehungsweise Familienmitglieder, die mal kommen wollen und mitreden wollen. Das ist auch so nicht. Das haben welche aus meiner Stufe gefragt, ob die mal dabei sein können. Nein, doch. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Nee, echt? Wie cool ist das denn? Wollen welche aus, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Hallo, Lasse und Nico. Falls du darauf Bock hast, überlegen wir uns mal ein cooles Thema und dann nehme ich mal die Absturzjugend mit hier. Und dann nehmt ihr mich auseinander sozusagen, oder was? Verbal? Ihr als Jugendliche? Ja, wir können ja Jugendwörter oder so dann. Ja, das muss ja nicht ein Jugendwörter. Ja, wie cool.
Ja. Ob ich euch dann verstehe, wenn ihr miteinander redet. Ja, genau. Übersetzt dann mal in deiner Sprache. Ja, also da habe ich zum Beispiel, also das ist jetzt ein ganz neuer Ansatz, habe ich richtig Bock drauf, auf jeden Fall. Und was unsere Familienmitglieder angeht, natürlich wird der ein oder andere immer mal wieder dabei sein. Aber jetzt zum Beispiel mit einer Fünfjährigen eine halbe Stunde Podcast machen, das ist nicht das drin. Ist ne? Also mal für ein paar Fragen oder vielleicht mal für eine Aktion. Lasst euch überraschen. Wir haben schon vieles im Kopf. Aber wir wollten erstmal, dass es mit uns alleine anläuft. Und dann kommt nach und nach natürlich ganz viel aus der bunten Bonbon-Tüte. Ne? Ja. Mega. So, auch was so, willst so ein Ding, du, Was wir irgendwann einführen. Und zwar gibt's ich habe noch nicht die richtige Sitzposition, muss ich sagen. Ja, ich finde es gerade voll entspannt. Aha, okay, super. So Subs oder so, also so Abonnements, die man abschließen kann für so extra Folgen. Irgendwann kann man das ja auch mal einführen, dass dann Leute... Hol mich jetzt mal ab, irgendwie... Du weißt doch, was ein Abonnement ist. Ein Abonnement. Subs kenne ich nicht. Ja, das Sub heißt Abo auf Englisch. Aha. Habe ich doch gesagt, Subs beziehungsweise... Weißt du, was beziehungsweise heißt? Dankeschön. Bitteschön. BZW abgekürzt, ne? Genau. Punkt hast du vergessen. Streber. Und dann gibt es Leute, die, es gibt verschiedene Modelle, also wir können uns einen Preis überlegen und sagen, okay, dafür kriegt ihr einmal die Woche eine Folge mehr oder sowas. Mhm. Aber das ist so eine Überlegung, kann man irgendwann mal machen. Oder so Bonusfolgen halt einfach. Ihr könnt euch jemanden überlegen, der mit dabei sein soll. Ihr dürft abstimmen, wie auch immer. Sehr cool. Ja. Aber das ist Zukunftsmusik. Aber wo du das jetzt gerade so strebermäßig rübergebracht hast mit BZW. Kommen wir schon zu den ersten Fragen, die ich nämlich bekommen habe auf meinem Kanal. Und zwar, was Schule angeht. Ah, das war eine tolle Überleitung. Ich dachte schon, wie soll dieser Übergang funktionieren? nee, ich habe den gar nicht bewusst eingeleitet, aber es passte jetzt tatsächlich. Mhm. Und zwar, dass ich gefragt worden bin, wie Schule früher wirklich war. Also wir haben ja schon darüber geredet, dass samstags bei mir Schule war, alle haben zwei Wochen. Haben wir eigentlich schon das Thema dieser Folge gesagt? Ich dachte, das wäre klar, aber es hat ja nicht jeder die letzte Folge gesehen. Ja, ne? Wir verwirren die Leute nur. Ich glaube, wir sind selber verwirrt. Ja, die Verwirrung ist verwirrt. Gut, also wir holen euch ab. Wir haben gesagt, Gefühl, wir sind voll lost. Ja, ist doch nicht schlimm. Das also, kann doch auch mal sein. Heute beantworten wir Fragen, die ihr uns gestellt habt. Ich bin krank, ich darf lost sein. Wenn nicht jetzt, wann dann? Genau. Wir beantworten Fragen, die ihr uns gestellt habt. Auf den Einzelkanälen als auch auf unserem Muttersöhnchen-Podcast oder Kanälen, richtig? Ja. Darf ich jetzt? Oder, Sag dir eine Frage. Beantwortet. Hau raus. Ne? Genau. Ich muss aber trotzdem noch mal gucken. Da sind wir auch schon wieder bei den Unterschieden, ne? Du würdest jetzt dein Handy zucken, guckst auf deine Notizen und ich habe die wirklich in Reinformat. Ja, wer schreibt das denn auch ab? Ich durfte heute Morgen 4 Seiten an Blatt Papier, die Mama aufgeschrieben hat, abtippen, weil wir das Ganze digital brauchten. Mama hat es vorher auf Papier geschrieben, anstatt auf dem Handy. Ich habe dich gefragt, ob das okay ist, weil ich meine Gedanken immer auf Papier sortiere. Erst in Rohfassung und dann schreibe ich es in Schönschrift und dann ist es auch in meinem Gehirn angekommen. Wenn ich es direkt aufs Handy schreibe, dann speichere ich das nicht. Nee, ich arbeite so. Ist ja auch wurscht. Ist ja auch total egal. Und zwar kamen die Fragen von Alisa. Die nennt sich wie auf Instagram? Maybe? Ist ja auch egal. Alisa hat da eine Folge, eine Frage. Und zwar Schule und Noten damals und heute, wie das Ganze war. Denkst du, es war strenger früher von den Noten? Ja, definitiv. Es war strenger gewesen. Haben wir noch letztens drüber geredet, André, und also dein Papa und ich. Also man kann Schule heute und zu unserer Zeit überhaupt nicht miteinander vergleichen. Es ist echt so. Also bei uns war viel, viel strenger. Es war auch, der ganze Unterricht war sehr viel strenger und strukturierter. Man konnte weniger spicken. Das will ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Ja, doch, ist doch so. Guck mal, heute hast du den krassesten Spicker der Welt in deiner Hosentasche. Weißt du, was ich heute erfahren habe von einer Freundin von mir? Was? Wo wir über Spicken reden, dass wenn ihr eine Arbeit schreibt und ihr eure Handys abgeben müsst, Entschuldigung für dieses ganze Gerausch, ich muss mich umsetzen, dass dann viele quasi ein Fake-Handy oder so ein Ömmels-Handy dem Lehrer abgeben und dann ihr richtiges Handy noch in der Hosentasche haben und dann auf dem Klo dann weiterschauen, was da abgeht. Ah, das finde ich schon krass. Keinen. Nein, das ist nicht so. Weißt du doch gar nicht. Ich sag dir jetzt die krasseste Spickmethode, die ich jemals live mitbekommen habe. Wir haben Zwillinge. Wir haben Zwillinge in unserer Stufe und der andere Zwilling ist in der Stufe darüber. Okay.
der hat eine Spanisch-Klausur geschrieben. So, und sein Bruder saß dann bei uns in der Mensa, weil wir hatten gerade Freistunde, während sein Zwillingsbruder geschrieben hat, die Klausur, die Spanisch-Klausur. Und der Bruder hat ihm, kurz bevor er das Handy abgegeben hat, Aufgaben abfotografiert, rübergeschickt. Er hat in der Mensa die ganze Klausur vorgeschrieben und auf der Toilette haben die einmal Rollen getauscht und plötzlich war der andere Zwillingsbruder bei uns in der Mensa und der andere war in der Klausur. Wie hast du das mitbekommen? Du konntest, weil ich saß ja an dem Tisch. Und das ist den Lehrern nicht aufgefallen? Nein, das ist den Lehrern nicht aufgefallen. Haben die dann bestanden? Also sind weiß die jetzt nicht, safe, wenn das jetzt keine rauskommen Ahnung. Würde? Also ich meine, ja. So viele Zwillinge gibt es ja nicht, ne? Ach, ist egal. Aber beziehungsweise, was auch viel ist, dass, keine Ahnung, ich kann kein Mathe, jo, Hans, Tim, was weiß ich, kannst du in der, um so und so viel Uhr auf der Toilette sein? Ja. Und das habe ich aber auch gemacht. Ich habe meinem Ex-Freund in Biologie Abitur durchgeschleust. Da saß ich nämlich da auf der Jungentoilette eingeschlossen und der kam dann irgendwann und hat mir die Aufgaben gesagt. Und krass. Ich habe dann nachgedacht, ich hatte ein Jahr vorher Abi gemacht und habe ihm dann die Aufgaben gegeben. Ja, krass. Also die Lösung dann, nicht die Aufgaben. Die ja, also spicken, genau. Aber wir, also früher sagst du, es war schon strenger. Ja, also ich finde schon, es war strenger. Der ganze Unterricht war strenger. Ich sag mal, wenn ich jetzt heutzutage durch die Schulen auch gehe, ich erkenne zum Teil nicht mehr, wer ist ein Lehrer und wer ist ein Schüler. Die Lehrer sehen genauso schluffi wie mir. Ja, A, sind sie extrem jung. Gut, ich meine, da können die jetzt nichts führen, das ist ja auch nicht bewertend gemeint. Aber klamottentechnisch von der Autorität her, die laufen genauso rum wie die Schüler, schluff hier, schluff da. Wo ich denke, ja, ist ja kein Wunder, dass oftmals, so, unsere Kinder gehen ja auch auf eine Gesamtschule, dass die Lehrer da gar keinen Pack anhaben, dass die Klassen nicht ruhig kriegen oder sonstiges, weil es mir zu kameradschaftlich ist. Ein gutes Verhältnis ist super. Ne? Ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch ein super Verhältnis. Trotzdem ist klar, ich bin die Mama und trotzdem ist, auch wenn es eigene Augenhöhe ist, aber es muss der gewisse Respekt da sein, auch wenn ich Respekt vor dir genauso habe. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Und ich finde, das fehlt heutzutage total. Also irgendwie, das ist mir einfach zu Larifari halt alles. Ne? Und ich finde generell die Bewertung, das war halt alles natürlich auch verstaubter, das war nicht unbedingt besser. Aber das Bewertungssystem war wesentlich strenger als das, was heute ist. Und die hat mich tatsächlich gefragt, Kulli oder Füller. Kulli war natürlich cooler, aber die Schrift war dadurch nicht so schön. Ja. Und ich habe gerne später mir so einen Schönschreibefüller geholt. Mhm. Den habe ich ja heute noch hier und schreibe damit besondere Karten. Nee, ich hab meinen Füller in der 7. Klasse verloren. Seitdem schreibe ich mit allen möglichen. Manchmal habe ich auch mit Tintenkillern geschrieben, aber ich hole mir jetzt immer einen Kulli, wenn ich einen brauche oder einen von meinen Freunden und behalte den und dann schreibe ich damit. Aber du hattest in der Grundschule, war doch so zwischendurch dieser Hype, das gibt es glaube ich immer noch, diese Rolldinger. Ja, aber so ein Ding hatte ich nicht. Diese Rolldinger, genau, wo das in meiner Werbung, Stabilo oder sowas. Ja, aber wo du dann auch wegradieren konntest. Ach so, das meinst du, diese. Und wo die Farbe sich auch, wenn die Sonne drauf geschienen hat, dann auch noch verflüchtigt. Da hat doch jemand da mal Hausaufgaben gemacht, genau, fleißig mit dem Stift, dann waren die in der Sonne und dann war das weg. Und der Lehrer, willst du mich verarschen? Ja. Und nein, und ja, okay. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Nee, ich weiß auch nicht mehr, wie die. Aber ich weiß, was du meinst. Aber habe ich lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr gesehen. Ja. Hier hat jemand ganz viele einzelne kurze Fragen auf einmal geschrieben. Wir rattern die mal runter. Okay. Ja. Was ist euer Lieblingsfach? Das kann ja nur ich beantworten. Ich kann auch sagen, was mein Lieblingsfach war. Pause. Standardspruch, okay. Nee, ansonsten Sport. Und noch was? Sport. Also bei mir war es Sport auch und Mathe. Mathe habe ich gerne gemacht. Also ich hatte Mathe Leistungs abgewählt. Also ich habe auch Abi gemacht. Ich habe Mathe Leistung abgewählt, weil das war mir einfach zu abstrakt. Aber Mathe Grundkurs grundsätzlich fand ich super. Nee, ich finde mittlerweile kein Fach schwer. Ich finde alles nur langweilig. Ja, das ist der Unterschied zwischen ihm und mir. Ich habe es verkackt und du bist halt super. Lieblingsfarbe? Ja, Türkis. Ganz klar. Echt? Ja. Du hast gar nichts an in Türkis. Du hast noch nicht mal einen Pulli in Türkis. Du hast gar nichts in Türkis. Warum Türkis? Seit wann Türkis? Das schon immer. Da musst du ja mal einen Pulli kaufen in Türkis, ne? Ja, aber sowas gibt's ja kaum. Das geht ja auch alles immer mehr ins. Also Babyblau ist ja ähnlich wie Türkis. Aber das ist ja auch
nicht so krass häufig einfach verwendet. Aber das ist für mich neu. Was ist meine Lieblingsfarbe, weißt du das? Grün. Hellgrün mag ich, aber auch rosa, diese Bärentöne. Mhm. Eissorte, ja. Puh. After Eight. Ja, kommst du nach Papa, ne? Ja. Der macht da After, ach, ich esse nicht so. Brr. Ich mag gerne dieses Eis hier, wie heißt denn das? Dieses, Fürst Pückler, glaube ich, ne? Wo Vanille und Erdbeer und Schokolade in dieser Waffel. Wo ich alles drei habe. Eine Eissorte und du sagst drei. Ja, das ist das Eis, was ich mag. Fürs ja, Pückler. Das, ja. Nee, ich mag nicht so reine einzelne Eissorte, mag ich gar nichts. Vielleicht also Amarena mit Kirsch mag ich gerne. Wenn ich Eis esse, dann nehme ich meistens nur eine Eissorte und nehme dann davon drei Kugeln anstatt drei verschiedene oder so. Ja, und ich kaufe zum Beispiel nicht gerne Eis in der Eisdiele. Das weißt du doch auch. Ich hasse es, wenn sich nämlich Eissorten vermischen. Echt? Ja. Weil das ist dann nee. Blöd. Ich will doch nur die Eissorte haben. Okay. Also wieso soll ich auf einmal mehrere nehmen? Nein, nein, ich bin ich hasse eher auch der Waffeln. Wer isst denn Eis in der Waffel? Also wirklich, das läuft jedes Mal runter, jedes Mal geht's schief oder jedes Mal hat man ich Stress, damit ich mag die Waffeln gar nicht. Ich mag, also bei Fürst Pückler ja, diese dünnen, aber nicht diese Eiswaffeln von der Eisdiele, die mag okay, ich auch nicht. Das ist auch Quatsch. Ja. Hm? Diese Hörnchen, was ja, ist Quatsch? Das schmeckt doch. Aber nee. Es ist halt unpraktisch. Außen ist es unhygienisch. Du fasst es die ganze Zeit an, womit du vorher dein Eis bezahlt hast und hinter knabberst es auf. Du kriegst deine Serviette meistens. Ja, bin ich mir heutzutage auch nicht mehr sicher, ob du die noch bekommst. Doch. Ja? Doch, ja. Nee, ich nicht. Ich hab Lieblingstier? Ich mag gerne tatsächlich. Also. Ich hab dann wieder zwei. Giraffe und Erdmännchen. Kann ich mich nicht entscheiden. Und du? Was kommt's? Delfin. Der ist türkis. Nein. Komm, überrasch mich. Schneeleopard. Wow. Ja, sieht cool aus. Lieblings-Emoji. Den du verschickst oder den man gerne ja, hat? Wahrscheinlich den man am meisten verschickt. Gut, am meisten verschicken mache ich irgendwas mit hier Herzchen drumrum, Herzchen Auge und so. Aber ich wen ich schön grade. Finde, und ich glaube, das gibt es noch gar nicht so lange, wo die Hände so ein Herz bilden. Den finde ich schön, den gibt es aber noch nicht so lange, oder? Lieblings-Emoji, beziehungsweise meistverwendetster ist halt dieser Standard-Lach-Emoji, weil den kann man unter alles drunter setzen. Checkst du etwas nicht, keine Ahnung, hast keine Ahnung, was du darauf antworten sollst, Lach-Emoji. Fandst du etwas lustig, Lach-Emoji. Fandst du es nicht lustig, trotzdem Lach-Emoji. Weißt du nicht, was du schreiben sollst, Lach-Emoji, weißt du? Ja, kannst du auch nichts verkehrt mitmachen, ne? Willst du was schönreden, Lach-Emoji, weißt ja. du? Also irgendwie. Du trittst keinen auf die Füße und bist immer diplomatisch dabei, ne? Genau. Ja, okay, aber den benutze ich tatsächlich gar nicht so oft. Ziemlich praktischer. Und letzte Frage, Lieblingsbuch oder Film? Bücher hasse ich, ja? Ja, hatten wir schon mal das Thema, richtig. Lieblingsfilm gibt es zu viele coole. Aber Kindsköpfe ist schon ein krasser Film. Und die Wilde Kerle-Filme waren auch schon ziemlich heftig. Habt ihr Wilde Kerle geguckt? Ja, die Wilde Kerle-Filme, die waren einfach heftig. Alle sechs haben wir, ne? Sogar. Wir haben jeden auf DVD, die sind hammermäßig, ja, kann die man immer gucken. Wir immer wieder noch mit den Kindern, ne? Mhm. Ja, das ist auch einfach Kindheit. Ne? Und aber du bist doch auch ein Star Wars-Fan. Also die Filme. Ja klar, aber das sind nicht die Lieblingsfilme oder so. Nee? Nein, die sind cool, aber ist halt nicht so. Dann guckst du gerne auf Fast es gibt and zu, Furious. Ja, ich sag doch, es gibt zu viel Gutes. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ist Star Wars besser oder Fast and Furious. Hm. Das ist aber alles nicht, sagen, nicht so meins. Ja, du bist. Wie ja fandst du denn Herr der Ringe? Langweilig. Echt jetzt? Ja, zu großen Teilen ist das langweilig. Und Hobbit auch? Ja. Ah, nur die spannend. Schlachtszenen sind spannend. Ah, ja. Wenn es mal wirklich Action gibt, so. Okay. Okay. Ja, also Lieblingsfilm kann ich tatsächlich gar nicht so richtig sagen. Tatsächlich Liebe haben wir letztens geguckt, das fand ich gut. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen, den Film. Mit diesen Episoden da, mit Hugh Ach so, Grant, ja, wo der ja, Ministerpräsident genau, war und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz schön. Aber jetzt mich auf einen Film festlegen, das kann ich auch nicht. Ich bin mittlerweile so Netflix-Seriengucker. Also ich gucke unheimlich ja, aber gerne Serien. Aber du fängst die 1000 Serien an. Nee, ich gucke die auch zu Ende. Aber das Blöde ist, ich mache dabei halt auch immer was. Ich hänge dann immer am Tablet oder so und mit einem Ohr hier. Und ich gucke ja in der Mittagspause. Pause ist gut, ne? Zwischendurch Hausaufgabenkontrolle. Aber die laufen halt so nebenher. Aber die gucke ich schon zu Ende. Okay. Ja. Ja. Ja, nächste Frage. Ja, ich bin dabei.
Ah, genau, da sind wir letztes Mal schon drauf eingegangen. Wenn wir zum Zahnarzt gehen, Vorsorgetermine, ja, gehen wir alle gleichzeitig oder bilde ich Gruppen und mache Einzeltermine? Ja, das wäre ja anstrengend, wäre das alles einzeln. Ja, aber ernsthaft, ne? Natürlich mache ich einen Termin für uns alle gleichzeitig. Ist aber auch immer echt ein kleines Abenteuer, vor allen Dingen, als er noch ein bisschen kleiner war. Ja, da war es ein Abenteuer, aber mittlerweile ist das so zack, zarab. Jetzt läuft das super. Es lief auch immer super. Ja. Aber wo man noch so einen Kinderwagen einpacken musste, plus ein Maxi-Cosi noch dabei hatte und so weiter, war das schon immer noch eine Herausforderung. Ja, aber ne? Mittlerweile ist ja auch so, die Idee da rechts. Hallo. Wir werden immer am Tag vorher angerufen. Der Termin ist ja morgen. Ja, ich weiß, 16 Uhr, tralala, blablabla. Und dann geht das aber auch zackig. Ne? Ja, Wartezimmer, zack, zarab. Ja. Alle sind im Raum, alle werden gegrüßt, alle kennt man. Oder macht man Schnick, Schnack, Schnuck quasi, wer dran geht zuerst. Also eigentlich will auch jeder immer. Ne? Also es ist ja nie so, dass einer sagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Sondern im Gegenteil, eigentlich wollen alle immer. Genau. Ne? Dann kriegt ihr alle noch einen zuckerfreien Lolli. Ja. Und unsere Zahnärztin ist super lieb. Ne? Ja, alle ganz mega. Ganz liebe Grüße an unsere Zahnärztin. Ja, wir sind im Februar wieder bei Ihnen. Ach, Februar. Super. Es wird ein halbes Jahr rum. Ja, willst du jetzt erstmal was noch? Genau, wir haben nämlich nur noch 3 Minuten. Okay, dann sag mal. Nur noch 3 Minuten, ist krass. Und zwar, mit welchem Programm nehmen wir das Ganze auf? Da kommt kurz der Fachmann. Mhm. Das Ding ist, wir haben ganz kurze Technik. Wir haben das Mikrofon, das geht in den Cloud-Filter. Der Cloud-Filter geht ins Interface, Interface geht ins MacBook. Und auf dem MacBook benutzen wir dann das Programm Adobe Acrobat. Nicht Acrobat, was laber ich hier? Audition. Zum Aufnehmen könnte man natürlich aber in jedem x-beliebigen machen, Audacity. Natürlich. Man könnte das in Premiere Pro direkt machen. Das Ganze schneide ich dann später in Premiere Pro, also im normalen Schnittprogramm. Genau. Also nichts Weltbewegendes. Am Ton wird auch nicht so krass viel verändert. Kommt einfach ein Kompressor drauf, Hardlimiter, basta, basta. Ich habe jetzt so gar nichts verstanden, aber ich glaube. Ja, vielleicht hat ja irgendjemand was verstanden. Wer was verstanden hat, der kann das ja mal gerne auf Instagram schreiben. Ja, ich habe hier noch die Frage bekommen, wie wir zu Social Media gekommen sind. Und das kannst eigentlich auch du beantworten, weil du hast ja damit angefangen, nicht wahr? Social Media, nochmal wiederholen. Du kannst nicht Multitasking. Doch, kann ich. Nein. Ich habe nur die Hälfte nur. Wie wir zu Social Media gekommen sind und damit hast du ja gestartet. Ja, ich habe halt, keine Ahnung, ich hatte mit einem Nintendo 3DS schon Sachen gefilmt. Ich wollte ja schon irgendwie, im Kindergarten wollte ich irgendwie Theater, Film, Schauspiel, irgendwie sowas. Das Schönste fand ich, weißt du noch, wo du mit Lego oder war das mit Playmobil-Filme gedreht hast, indem du immer wirklich so einen Bruchteil die nach vorne geschoben hast und dadurch dann einen Film gedreht hast. Das war toll, ja. Ja, im Kindergarten, da habe ich ja zum Beispiel aus Papa und so ein Puppentheater in der Freundin gebaut und dann vorgestellt. Das war mein erster großer Auftritt. Nee, ganz viel. Und dann irgendwann Nintendo 3DS gehabt, 2. Klasse, 3. Klasse. Der hatte Internetzugang, da konnte man YouTube drauf gucken. Wusste ich das? Ja. Ich wusste das, okay. Und dann wollten wir natürlich ziemlich schnell YouTuber werden. Jeder hatte irgendwann eine Phase, wo man YouTuber werden wollte. Jeder wollte mal Minecraft-YouTuber werden. Jeder Junge hier in Deutschland wollte das mal machen. Ich muss aber mal ganz kurz fragen, weil das weiß ich tatsächlich nicht. Seit wann gibt es denn hier bei uns so TikTok? Also hier in Deutschland, das ist wirklich. Ja, es war weil vorher Musical.ly. Weil ich habe TikTok eigentlich als Tanz. Genau, es war vorher Musical.ly. Da ist voll viel Platz, ne? Ich sehe das nicht, weil du da musst ist weiter so ein nach Kabel. Links. Ja, jetzt plötzlich, für die letzten 1,5 Minuten soll ich nach links. Jedenfalls, es war früher Musical.ly und ist dann, keine Ahnung, 2019 oder so zu TikTok umbenannt worden. Okay, wie hieß denn das vorher? Musical.ly. Ach, Musical.ly. Ich dachte, es wäre so musikalisch angehaucht gewesen. Ja, war es ja. Es war ja komplett musikalisch. Es war nur Lip-Sync, Tanzen und sowas. Okay. Was anderes hat man auch nicht gefunden da. Okay. Ja. Wann waren wir denn bei Luke? Bei 2020. Und da hatte die uns ja schon nach TikTok gefragt. Da war es schon die TikTok-Plattform, wie sie heute auch ist. Ja, das ist so im Corona-Jahr ist das wirklich so richtig umgeschwungen. Okay. Und seit wann, oder wann hast du denn deinen ersten Kanal auf 2017, Februar, weiß ich nicht mehr, 20. oder so, da haben wir hatten Aachen und ich nämlich angefangen, und zwar diese DJ. Wir hatten irgendwelche so Musik gemacht mit so einer App und haben das hochgeladen. Weiß ich auch was davon? Ja. Warum weiß ich das? Die ganze Zeit gebettelt, ob dass wir das hochladen dürfen. Ach, und ihr musstet mir das dann immer genau zeigen, bevor ich dann, das habt ihr auch ganz brav gemacht, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja. Ja,
2017 war ich das letzte Mal schwanger. Wahrscheinlich erinnere ich mich deshalb nicht mehr so. Naja, aber das ist vielleicht so eine coole Sache, so erste Kanäle und bla bla mal für eine andere Folge. Weil das kann man sehr weit ausholen. Sehr also weit er hat angefangen und als ich es offiziell erfahren habe, wie weit du auch schon gekommen bist, habe ich gesagt, ja, das will ich auch. Aber darüber reden wir gerne ein andermal, so machen wir das. Ja. Ne? Ansonsten. Ja. Sind wir zu Ende? Ich bin sehr müde, ne? Du bist müde? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Ich bin krank und du bist müde. Ich habe gerade eben Fahrstunde. Oh mein Gott. Ja, soll ich jetzt mal runterbeten, was ich alles gemacht habe? Davor hatte ich Schule. Und? Ein hartes Leben. Ich habe gleich noch Arbeit vor mir. Ja, ich auch. Ja. 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 Guck mal, da draußen stehen schon 7 Leute mit Arbeit für mich. Super. Ja. Ja. Ja, wie fandest du es jetzt hier, unsere erste Folge im Wohnzimmer? Entspannt, also man kann hier halt sich schön... Ja, wir können ja die Kulisse zwischendurch einfach mal wechseln. Wir sind ja nicht festgenagelt auf dem Bauwagen. Aber ich dachte, es ist schon, schon toll. Aber wir werden immer mal wieder was anderes bieten, würde ich sagen. Wir bleiben flexibel. Ansonsten, heutige Outro-Musik. Hast du ausgesucht? Bestimmt werde ich das getan haben. Ich will was Grooviges. Ich weiß nicht, wir haben nicht so viel Auswahl. Okay. Egal. 3, 2, 1. Tschüss!